ernst nehmen und es auch so sehen. Friedrich Merz. Sie kennen Putin schon lange. Was ist er für ein Mensch? Ich habe geantwortet, man sollte seine Worte ernst nehmen. Und heute möchte ich angesichts der Entwicklungen der letzten Tage ergänzen, Worte ernst zu nehmen, sie nicht von vornherein damit abzutun, sie seien nur ein Bluff, sondern sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung, sondern ein Ausweis politischer Klugheit. Einer Klugheit, die dazu beiträgt, Handlungsspielräume zu erhalten oder, mindestens so wichtig, sogar neue zu erarbeiten.